Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Bionicle Heroes PlayStation 2. Wir sind letztens hier stehen geblieben und ja, ich hatte irgendwie Bock auf den, aber irgendwie auch nicht. 4 Level, ich glaube es ist überall 4, ne? Ja, ich habe irgendwie Lust auf den, ich weiß nicht warum. Tokas Berg, ui, interessantes Level-Design. Ist ja Wüste, das ist doch Schnee. Das macht doch gar keinen Sinn. Hä? Ach, der Weiße ist nicht gerade der Schlauste. Nicht der Hyperintelligenteste hier. Trotzdem finde ich da absolut sympathisch, diesen Charakter. Wasser geht nicht, ne? Aber es scheint auch nichts Unmögliches zu sein hier. Vorgegebene Charaktere, selbstverständlich. Pfum. Na, hopp. Jetzt haben wir ja die Waffe, jetzt können wir die mal nutzen. Ja, schießt schon deutlich schneller. Schon deutlich besser. Schon deutlich besser. So, da haben wir natürlich wieder unser Heldenmodus verpflichteten Aufbau, sage ich jetzt einfach mal. Der uns den Weg wieder frei machen wird oder frei entsperren wird. Oder. Ach, ihr wisst, wie ich es mal. Piu, 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 piu. Sehr interessant. Schießt echt schnell. Das heißt, der Wassertyp wird auch eine bessere Wumme bekommen in dem Sinne. Das, wir sehen ihn doch an. Turn. Ja, geht doch. So. Ey, ich schon finde es immer noch echt stark. Echt stark. So, Heldenmodus erreicht. Die Musik ist echt so ein Banger. Mach den mal hier, genau. Schafft ihr schon. Möge die Macht mit dir sein. Ja, der Humor in diesem Spiel, der ist geistesgegangen geil. Also ich liebe den Humor, der ist wirklich super. Und von allen eben, wie vorhin auch so, baut nachher zusammen, ne? Aber ist zu blöd dafür so, weil der Weise der Dumme so quasi ist. Ich finde das Humor des Spiels so geil. So eine schöne Geschichte, auch irgendwie geile Story. Keine Ahnung, das Game gefällt mir einfach. Hab richtig Spaß dann. Kann man das hier auch? Ja, okay. Wow, er hat's bewegt. Und jetzt kommt sowas raus hier. Hinten war noch was zum Basteln. Die Teilchen nehmen wir natürlich mit. Hallo. Wir wollen unsere Charaktere leveln, dann müssen wir auch mal sowas. Puh. Mit dem Rocket Launcher rein da. Voll in die Olga. Was? Zack, zack. Das können wir natürlich auch wieder aufbauen. Wenn der hier baut. Wir müssen ja nicht direkt drauf schauen. An dem haben wir halt echt noch nichts gemacht, ne? Er nimmt auch an Geschwindigkeit ab. Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Puff, peng, zack. Und weiter geht's. So, wir brauchen Teile. Ich muss Teile sammeln. Offscreen. Ah, okay. Offscreen habe ich Level 1 nochmal durchgespielt. Um ein paar Teile zu sammeln. Um zu leveln. Und ja, Level 1 würde ich immer wieder spielen. Mal, wenn wir Teile brauchen, weil es tatsächlich das erfolgreichste Level in dem Sinne ist, weil man da richtig schön sammeln kann. Weil ich die schön viel Teile bekommt. Logischerweise. Man soll halt geschützt noch sein und bekommt auch sehr schnell einen Heldenmodus. Dementsprechend auch gut und viele Teile. Ah. Die Maske fehlt mir.
Boom. So, aber die Maske liegt hinter uns, sehe ich. Ja, genau. Zack, zack. Das lassen wir jetzt ausnahmsweise mal liegen. Komm, auf hier. Jawohl, sage ich, Sushi. Auch offen. Wunderherrlich. Ist hinter mir so einer? Oder fliegt über mir? Die Maske ist schwarz, sehe ich noch auf der Karte. Hier können wir auch entlang laufen. Safe. Ja, wollte ich gerade sagen, safe liegt hier ein Teil. Gesagt, getan. 1 und 5. Da kommen die ganzen Gegner durch. Enemy spotted. Ich muss schauen, dass ich jeden wenigstens eine Waffen-Upgrade ermöglicht, dass wenn wir den spielen müssen, dass der auch was taugt, auf Deutsch gesagt. Weil sonst kann man das wirklich in die Tonne treten. Die Standardwaffen, die Erstwaffen, sind wirklich nicht gut. Reicht tatsächlich für die ersten Gegner. Also reicht wirklich voll und ganz. So das erste Level jetzt zum Beispiel. Reicht voll und ganz aus. Bam, 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 bam. So, wir müssen über die Brücke, aber wir gehen natürlich noch nicht dahin. Weil ich weiß, dass hier noch sehr viele Sachen liegen. Ah, goldener. Wieder eine Maske, wahrscheinlich. So, ne? Das nehmen wir da selbstverständlich mit. Also, die goldenen Teile, die sind halt Story-relevant, ne? Weil die halt ein bisschen was erzählen durch die Trophäen und sowas. Von wem die Maske ist, wie das Pipapo. Weil es geht ja hauptsächlich um Masken, ne? Ich glaube, in Bionicle geht es schon immer um Masken oder ging schon immer um Masken. Heldenmodus. Brauchen wir jetzt noch nicht, aber die Musik nehme ich gerne mit. So, la. Zack, zack. Zack. War nicht noch irgendwas? Das war drüben, aber das lasse ich jetzt liegen. Auch wenn mein innerer Monk gerade meckert. So. Zack. Zack. Jawohl. Puh. Es fehlt auch so brutal, ne? Der Sound ist schon echt mächtig. Ein Schuss und das war's mit denen. Sehr, sehr stark. Der Scharfschütze, Dino. Obwohl ich die Feuerrate echt ein bisschen erhöht hatte, bin ich ganz ehrlich. Das Schöne ist, wenn wir im Heldenmodus sind, machen wir oder kriegen wir keinen Schaden, ne? Das heißt, wenn wir echt tüchtig sammeln. Hab ich gar nicht gesehen. Danke, Auto-Aim. Danke, Auto-Aim. Pum. Zack. Na komm, Ziel und schießen. Geht doch. So, gehen wir mal wieder aufs leichtere Kaliber. Hier liegen wieder ganz viele Sachen. Oh, wo war das hier genau? Ja, ist halt ein bisschen Gameplay-Steckung, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind, so. Immer die Sachen noch hier mitnehmen und sowas. Wenige machen das. Bin mir recht sicher, dass viele dieses Spiel spielen, einfach durchlaufen und fertig. Das habe ich als Butchie auch gemacht gehabt. Aber mich reizt auch immer die Animation. Aber gut, das war jetzt nichts, ne? So, oder? Komm. Machen wir das ja auch gleich wieder. Zack. Dass wir durch dieses kleines bisschen Wasser hier nicht normal laufen können, ist eine Frechheit. Eine bodenlose Frechheit ist das. Uiuiui. Hier brauchen wir den Boy Plus. The Color of People. People of Color, ja, moin. Hier brauchen wir auch Plus, warum auch immer. Was befügt sie da hinten? Silber. Ist nicht ganz so wichtig. So, aufbauen, wegsprengen, weiter. Aufbauen, wegsprengen, weiter. Das kann ich nicht wegsprengen. Aber dafür hält es Holz. Dafür hält es Holz. Wichtig und richtig. So. Wir können hier links, wir dürfen auch hier durch. Aber wir... Ich wollte da eigentlich gerade durch, aber es geht nicht. Auch wenn der Weg es mir anzeigt. Da denke ich mal, in der Ecke ist ein Goldener.
Ah, hier möchte ich uns durchlotsen. Ja, noch nicht, noch nicht. Ich habe wieder das Gefühl, da ist eine Katze in die Trigger. Kann ich hier nicht durch? Komm, das kann doch nicht sein. Frechheit. Frechheit. Sasso, Ende ist da hinten was und ich krieg's nicht hin. So fies, ne? So fies. Ja, komm, dann gehen wir. Dann machen wir gleich. Zerlegen wir jetzt wieder alles. Hochpeng. Bis wir wieder hochklettern können. Erstmal alles wieder kaputt machen, alles mitnehmen. Wir brauchen jedes Teilchen. Wir leveln, wir müssen leveln. Oh, Nashiwam, Nashiwam. Oh. Ah, jetzt ist Wasser abgelaufen wahrscheinlich. Ah, schade, ich dachte, vielleicht komme ich jetzt runter. Wer weiß? Oder vielleicht ist das Wasser jetzt erhöht? Weiß man's? Weiß man's? Puh! Puh! Er ist zwar kein Gegner, aber. Puh! Bro, ich seh dich. Das ist. Ich bin Camouflage, wie sieht man dich? Auch er. Er nennt auch unseren Spiegel, ne? So, alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Auch wenn wir schon rein theoretisch dann wahrscheinlich den hellen Modus nochmal hätten. Lassen wir mal so, lassen wir so. So, alles Ufruppe hier. Zack, zack, zack. Da oben hockt wieder einer. Oh, peng. Hast du das Gefühl, die spawnen dann wahrscheinlich unendlich, wenn ich hier nicht bald mal aufmache, losmache. Na. Dreh dich. Dankeschön. Zack, zack. Ruf Peng. Rüber ab. Ah. Hier nochmal. Genau, hier war noch was zu bauen. Jetzt haben wir hier alles wieder erkundigt. Ja, Raketenwerfer. Wahnsinn. Er läuft für uns hoch, Feini. Schau mal, ob es da oben was gibt, Kollege. Vielleicht lohnt es sich ja dann aufzugehen. Was? Roastbeef für Hühnchen? Geil, ich komm. Bom, 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 bom. Mal wieder leben. Wir sind so langsam mit denen, Wahnsinn. Turn the circle. Was hat es jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht? Ah, okay. Dezent überfordert gerade gewesen. Dreh dich. Wasser plus haben wir noch nicht. Versuchen wir natürlich alles zu machen. Piu, 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 piu. So ein Ding ist es. Full Auto! Full Auto! Mega Frame Draw. Nur halt in mit Schnellfeuer. War das gerade Freestyle? Ich würde sagen, es war Freestyle. So. Hier geht's nicht weiter. Versuch was wert. Pum Peng! Pum Peng! Sag weg mit dir, sage ich. Hier brauchen wir wieder Windplus, ne? Haben wir natürlich nicht. Also mit Windplus können wir es natürlich hier wieder zum Schweben bringen. Aber wir haben da halt noch nichts. So, jeder Tor, soweit ich weiß, ist ein Element, ne? Hellenmodus aktiviert. Jetzt zeige uns mal, wo wir unseren Hellenmodus verwenden müssen. Da hinten. Und das hinführt,
Peng, zack, zack. Oh, hier. Ah, der macht uns den Weg frei. Ich verstehe. Danke für das Weg, für den Weg, für das Weg. Eisfähigkeit haben wir nicht, wir müssten da entlang, bringt uns aber nichts. Sie ernsthaft dafür den Feuerweg haben? Nee. Feuerweg sagt schon. Mein Weg. Ja, da kommen wir noch nicht durch. Ein paar blaue Teile. Na, blaue bis was in lila Teile waren immer recht viel wert. Aber naja, dann soll es nicht sein. Im New Game Plus, sag ich dann mal, können wir uns mal alles anschauen. Na, schauen wir mal, dass wir das Spiel vielleicht sogar echt komplett machen. Weil ich finde es ein interessantes Spiel. Wenn euch auch gefällt, dann macht's Sinn. Zack, zack. Oh, hier ist der Bossraum. Hat er da wahrscheinlich jetzt richtig aufbauen können. Sag mal, drehst du dich jetzt bitte? Dankeschön. So. Er geht direkt auf mich. Oh, Peng. Hat er doch jetzt zusammen geschustert bekommen. Na ja, gut, das Draufschießen bringt mir in dem Fall noch nichts. Komm mal auf. Hellmodus. So schnell. Das ging jetzt echt sehr flott. Das ging jetzt wirklich sehr flott. Leben nehmen wir mit. Die Wäsche gewaschen. Das nehmen wir alles natürlich noch mit. Jetzt öffnen wir die Pforte. Ich denke mal wieder drei. Dreimal, weil alle guten Dinge sind drei. Ja. Dreimal. Dreimal. Höchstwahrscheinlich. Feuerstab. Verstehe. Das ist der falsche, den sollst du nicht anvisieren. Genau. Ja, der Hellmodus geht hier natürlich wieder schneller aktiviert. Am Ende brauchen wir den nicht mehr. Es ist nur noch 101. Nehmen wir mal die Pumpe wieder in die Hand, spielen wir kurz Franzose. Heldenmodus aktiviert. Swing. Nehmen wir natürlich wieder mit. Alle Teile sind Gold wert. Schnapp, schnapp, schnapp. Nummer 2. Ah, reicht sogar schon. Oh, Close Quarter oder was? Schieß du mal, schieß du mal. Hey! Zack! Jetzt kommen die Kleinen natürlich wieder. Komm, 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 mach auf. Sehr schön. Jetzt kann ich mich um die anderen kurz kümmern. Die Kleinen hier. Auf die Herzen schauen, sobald er wieder andersfarbig wird. Danach könnte es sein, dass er wieder was macht. Ne, er schießt nochmal. Zu nah, okay. Zack, sehr schön. Ei. Ja, komm, das wollte ich gerade sagen. Die Maske kann ich verlieren.
keinen dicken. Haben aber ganz schön viele Leben, ne? Können wir auch ganz schön cheesen, wenn ich so sehe. Komm, Dado. Jawohl. Peng. Hervorragend. Tut bei weh. Und ich behalte jetzt im Blick. Du dürftest gleich, langsam aber sicher, dürftest du wieder dein Herz aufmachen. Und dann wirst du nochmal abgeschossen und dann war es das für dich. Das bin ich, das bin ich! Sag ich. So. 360 No-Scope. Across the map. Könnte doch kein No-Scope sein. Quickscope. Der Humor in diesem Spiel, ich feiere es immer wieder, wirklich. Der ist so gut. Sympathisches Kerlchen. Der Weise ist sehr sympathisch. Dumm, aber sehr lustig. Oh, doch, keine Maske. Was ähnliches wie eine Maske. Ein Token. Neuer Charakter freigeschaltet. Kurak. So. Wird gemeistert. Jawohl. Das war das Einzige. Viele Teilchen bekommen. Zonauswahl. Vergiss nicht, bald laden wir zu besuchen, um Ausrüstung zu Gegenständen. Ja, ich weiß. Und das machen wir sofort, weil wir haben Kohle ohne Ende. Bevor wir reingehen, aber hier nochmal alles aufsammeln, wichtig und richtig. Zack, zack, zack. So, gehen wir auch kurz hier hin. Zack, zack, zack. Jetzt schließe ich auch Teile. Das ist alles Geld. Alles, was man brauchen kann. Geil. Ja, ich mag den roten sehr. Roten und weiß mag ich sehr. Den roten und den weißen mag ich sehr. So, jetzt alle. Das können wir wieder aufmachen. Jetzt wieder Teilchen, ne? Super. Das haben wir, das haben wir. 218.000. Da sage ich nicht mehr. So. Hier haben wir noch ein goldenes Teilchen. Und dann gehen wir mal hier hin zum Laden. Salam alaikum, Chef. Behälter da, wo die Behälter immer sind. Okay, Bonus Level 3, Bonus Level 1, Pipapo, Piraka. Da können wir einiges für die kaufen. Piraka Sprungbrett, Piraka VIP Bar. Verstehe, aber ich muss mich erstmal aufs Leveln konzentrieren. Also den hier, genau, machen wir erstmal auf Max. Die Kohle Hammer. Sehr geil, sehr, sehr geil, freut mich. Die Rüstung machen wir auch noch hier, zack, sehr schön. Dann fassen wir den erstmal nicht an. Dann haben wir ihn hier. Können wir die Rüstung auch auf 2 erhöhen. Da haben wir noch gar nichts gemacht. Können wir auch die Rüstung erhöhen. Und dann sind wir schon wieder hier. So, jetzt haben wir noch 198.000. Machen wir mal alle die, wo noch kein Upgrade haben, auf Waffe, Waffen-Upgrade. Das sollte geldtechnisch eigentlich funktionieren. Er hat eine größere Axt. Der hat schon. Der hat noch nicht. Super, der hat jetzt auch eine Wumme. Jetzt hat jeder die Nummer 2 Wumme, ne? Sehe ich das richtig? Sehe ich richtig. Sehe ich sehr richtig. Jawohl. Der ist sogar schon gemeistert. Dann schauen wir mal, dass wir den hier komplett meistern. Sollte das geldtechnisch auch hinhauen. Jawohl. Voll gemeistert. Oder ist machen wir auch volle Lotte. So, ihm haben wir komplett der Rino. Der ist jetzt plus. Hundertprozentig. Dann den habe ich sehr oft noch gesehen. Den brauchen wir noch. Ah, Fähigkeiten. Schauen wir erstmal, dass wir die Fähigkeiten hochbringen. So, 5. Der ist jetzt auch plus. Ja, den habe ich tatsächlich auch schon öfter gesehen mit der Fähigkeit.
Machen wir, dass wir da auch Plus machen. Perfekt. Machen wir den auch noch Plus, oder? Machen wir den auch noch Plus. Ja, jetzt fehlt mir das Geld. Schade. Schade, schade, schade. Machen wir das hier noch. Jetzt fehlt uns komplett die Kohle. Egal, wir haben ein paar Charaktere, haben wir jetzt auch Plus. Der hier zum Beispiel, mein Meister. Wow, wow, das sieht geil aus. Oh, cool. Okay, Plus heißt, die Fähigkeit ist jetzt voll ausgerüstet bei denen. Oh, dass das dann jetzt mehr Schaden macht, ne? Wenn wir Plus sind. Eins, zwei, drei Leute haben jetzt auch Plus. Also die zwei habe ich auf jeden Fall schon gesehen, den blauen und den weißen. Deswegen ist es mal so besser. Gut. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschauen. Wir haben jetzt wieder viel erledigt. Wir haben jetzt wieder viel, viel gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei was auch immer ich mache. Bis dahin, reingehauen, auf Wiedersehen und bye bye.